Heute teste ich noch mal einen Rockstar für euch, und zwar in der Sorte, ich schau mal eben hinten drauf, Blaubeer, Granatapfel und Acai-Geschmack. Also, das klingt auf jeden Fall schon mal verlockend. Passt auch eigentlich vom Geschmack her, glaube ich, ganz gut zusammen, obwohl ich sagen muss, gerade bei Energy Drinks schmeckt Blaubeere oft nach Parfüm, und ich hoffe, hier ist es dann ein bisschen besser gelungen. Und jetzt würde ich sagen, begrüße ich euch natürlich erstmal recht herzlich. Hätte ich ja fast vergessen. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ab geht's in die Großaufnahme. Ja, und hier sind wir dann einmal in der Großaufnahme. Rockstar Energy Drink, Blueberry, Pomegranate and Acai. Also Blaubeere, Granatapfel und Acai-Beere. Ja. Schönes Design, passt auch zu den Beeren, die Farben. Und ich würde sagen, wir schauen ganz kurz hin drauf, ob da mit Zucker ist. Ja, der hat 13 Gramm Zucker auf 100 Milliliter. Ihr könnt hier gerne mal kurz pausieren und euch das durchlesen. Ist auf jeden Fall ein Energy-Drink mit Blaubeere, Granatapfel und Acai-Geschmack. Zutaten: Wasser, Zucker, schwarze Karottenkonzentrat. Aber von den ganzen Beeren ist da nichts drin, sondern nur Aroma. Aber kann ja trotzdem schmecken. Wir machen mal auf. Klick und zisch. Das Schönste für uns Dosenkinder. Ja, schöne Farbe. Richtig gut gefällt mir das. Und jetzt würde ich sagen, testen wir den. Ja, und jetzt testen wir den Rockstar. Falls du es noch nicht gemacht hast, lass doch gern ein Like und ein Abo jetzt da. Würde ich mich wahnsinnig drüber freuen. Ich würde sagen, wir schnuppern erstmal dran. Oh, der riecht schon krass nach Blaubeere. Da kann man wieder nichts anderes riechen. Richtig krass. So Blaubeer. Kaugummi-mäßig riecht das. Okay. Wir probieren den einfach mal. Also, oh, alter Schwede. Das ist einfach Blaubeere. Es schmeckt total nach Parfüm. Und es riecht auch so. Das Problem ist, man hat den ganzen Mund einparfümiert, und es ist wie so eine, wenn man sich einparfümiert und so eine Wolke durch die Nase kriegt und das alles so auch im Hals ist und so. So ist das bei mir mit Blaubeere oft, und hier ist es genauso leider. Er ist sehr süß. Also 13 Gramm Zucker finde ich auch ein bisschen viel. 11 Gramm hätten es vielleicht auch getan. Ist ja bei, wie heißen sie denn jetzt hier, die kleinen Dosen? Komm jetzt nicht drauf. Vielleicht gleich. Jetzt habe ich es bei den Red Bull, ist ja, glaube ich, immer 11 Gramm drin. Und das reicht auch voll und ganz. Dann ist das nicht so übersüßt. Ob man jetzt hier Acai-Beere schmeckt, würde ich sagen, ja, weil es schmeckt nicht nur nach Blaubeere. Aber dass ich jetzt hier Granatapfel rausschmecke, das kann ich überhaupt nicht sagen. Umso mehr man von trinkt, geht es jetzt, aber das ist einfach nicht meins. Wer auf Parfümnote steht, der sollte sich den tatsächlich unbedingt kaufen. Ist alles immer Geschmackssache, ihr Lieben. Kennt ihr den schon? Haut's mir mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Habt ihr das auch bei Blaubeere, dass ihr immer meint, das schmeckt nach Parfüm? Komisch. Also, den einzigsten, den ich noch nicht probiert habe, ist der Blaubeerkokos von Red Bull. Habe ich aber schon gekauft, und ich hoffe, die kriegen es tatsächlich hin, dass es nicht nach Parfüm riecht und nach Parfüm schmeckt. Also es riecht auch ein bisschen nach Kaugummi.
Kaugummi-Parfüm oder so. Kann man gar nicht beschreiben. Ja, probiert ihn einfach selber aus, wenn er euch interessiert. Und schreibt mir dann gerne, wie er euch geschmeckt hat. Und wenn du Lust hast, werd doch für 99 Cent Kanalmitglied. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Tschüss, ihr Lieben!